Hey Leute, willkommen bei Pandido und zum dritten Türchen unseres Mädchen-Adventskalenders. Gestern hatten wir folgendes in Türchen Nummer 2 bei Playmobil, ein hübsches Röckchen und Halstuch für das Playmobil-Mädchen. Und die Barbie hat neue orangefarbene High Heels bekommen. So, heute ist der 3. Dezember. Seht ihr die Nummer 3? Ah, da unten ist sie auch schon. Das sieht groß aus. Öffnen wir das Ganze mal. Oh, ist noch sehr dunkel. Ich kann noch nicht viel erkennen. Aha. Was ist denn das? Etwas Durchsichtiges? Ein Spiegel. Ein schöner Standspiegel für unser Playmobil-Mädchen, damit sie auch ihr Outfit von oben bis unten betrachten kann. Gut, bauen wir das Ganze erstmal zusammen. Ich nehme mal an, hier unten, ach, das ist ja sogar schon halb zusammengebaut, also nur noch die Öffnung mit dem gelben Stecker verbinden. Ja, hält gut. So, und da haben wir auch schon den Standspiegel. Schau mal, hier können wir dich komplett betrachten. Sogar in Pink. Das passt ja schon mal sehr gut zu ihrem Outfit. Klasse! Ja, das fängt auch schon mal gut an. Weiter geht's mit dem zweiten Adventskalender. Barbie, oh, da sind die Nummern so klein geschrieben. Ich kann die 3 gar nicht erkennen. Ah, hier unten haben wir sie. Oh nein, da war ich doch etwas zu aufgeregt und habe gleich das Türchen abgerissen. Entschuldigt bitte. Naja, jedenfalls, hier drin befindet sich ein cooles Handy. Oh, und seht mal da, ich kann das ganz einfach wieder schließen. Schon sieht er, okay, er sieht doch nicht aus wie neu, das Türchen will nicht halten. Ich kümmere mich später nochmal drum, morgen habt ihr wieder einen ganz hübschen Adventskalender. Ja, aber zurück zum Inhalt. Wieder orangefarben, wie zu den Schuhen gestern, gibt es diesmal ein Handy. Also, unsere Barbie ist mobil immer erreichbar. Die Handynummer habe ich leider nicht rausfinden können. Aber sie kann vielleicht euch anrufen. Wer weiß. Nee, aber guck mal, da ist sogar so ein kleiner Halter, damit sie auch das Handy in der Hand halten kann. Seht ihr, da steckt man die Finger hindurch. Ja, wie ihr seht, gibt es bei Barbie nicht nur Schuhe und Klamotten oder sowas, sondern auch Accessoires und Handys. Also Barbie kann jetzt mit ihren Freundinnen stundenlang telefonieren. So, das war's mit Türchen Nummer 3. Bis morgen!